damit weg ist. Aber wir krebsen jetzt immer noch mit dieser schlechten Kompromissübersetzung, die wirklich schlecht ist. Das muss, also Sie können die nehmen, ja, in Gottes Namen. Aber die ist insofern schlecht, als sie natürlich, jede Übersetzung ist eine Interpretation. Und manchmal durften die Evangelien ein bisschen mehr interpretieren und manchmal die Katholen. Also im Epheserbrief haben die Katholen gesagt, hey, der gehört uns. Da wird immer, Ekklesia wird als Kirche übersetzt. Da gibt es doch gar nichts. Das ist für uns so wichtig. Das lesen wir immer bei den Trauungen und bei Maria und bei Apostelfesten. Ja, da kann ich irgendwie so ein protestantisches Wort wie Gemeinde stehen. Ja. Aber dann in anderen Briefen, Römerbrief war natürlich klar, kam direkt mal der Lutherstempel drauf und hat gesagt, das ist unserer, ja, das ist für uns so wichtig, unsere Grundurkunde. Da wird dann plötzlich alles mit Gemeinde übersetzt, obwohl es das gleiche Wort hat. Also wenn man eine Übersetzung erstellt, dann ist das Grundprinzip der Übersetzung, dass die gleichen Worte im Grundtext, also in diesem Sinne in der Fremdsprache, Griechisch, in die zu übersetzende Sprache gleich wiedergegeben werden. Und Sie sehen schon an diesen Nuancen, wir können mal so an manchen Beispielen so einen Übersetzungsvergleich auch machen, wo Sie sofort sehen können, aus welcher Ecke kommt das, ja? Weil es schon Interpretamente hat. Aber das hat jede Übersetzung. Da kommen wir nicht aus. Aber hier ist es eben, hier ist es besonders deutlich, was ich, wenn man das ein bisschen weiß, ist das nicht mehr so schlimm. Was ich allerdings am schlimmsten finde, ist dieses grauenvolle Deutsch, das hier drin ist. Ja? Also dann ist mir wirklich die Luther-Übersetzung lieber. Es ist wirklich ein grausames Deutsch. Bei den Psalmen, ja, wir nehmen im Kloster zum Beispiel nicht mehr die Einheitsübersetzung der Psalmen, weil die wirklich so unmusikalisch ist, ja, dass einem wirklich die Pantoffel abfallen, wenn man das den ganzen Tag sieht. Ja? Deshalb, es gibt eine am 10-jährigen Tag, Alttestamentler, Benediktiner in diesem Fall, von Münster Schwarzer, von Wissenkiss, von Lütschau, eine ganze Reihe, also ausgewiesene Alttestamentler auch, die sich zur Aufgabe gemacht haben, eine gute deutsche Psalmenübersetzung wiederzugeben. Die liegt inzwischen auch vor, die Münster Schwarzer Psalmenübersetzung, die sehr viel auch lyrischer ist. Ja, einen Versuch im Deutschen hat es gegeben, ist aber nur aus dem Lateinischen übersetzt von Romano Guardini, die eigentlich auch wunderbares Deutsch war. Ja, wirklich schöne Übersetzung war. Aber natürlich notgedrungen aufgrund der Übertragung aus dem Lateinischen und nicht aus dem Hebräischen an manchen Stellen dann ungenau sein musste. Aber von der Sprachqualität im Deutschen war die wirklich sehr schön. Aber wir kommen nicht umhin, wenn man nicht auf ganz freie Übertragungen abweichen will, wie die gute Nachricht oder alles Gute vom Boss oder wie das hieß. Ich habe ja immer so ein Altes Testament in jugendgerechter Sprache. Oder ich habe das Buch noch nicht in der Hand gehabt, muss ich gestehen. Ich scheue mich auch, es zu kaufen, weil es mir zu teuer ist. Das heißt bei mir schon fast von Büchern, dass mir eins zu teuer ist, wenn ich ja kein Geld für ausgeben will. Diese neue, jetzt die neue Übersetzung in gerechter Sprache, die Besprechungen sind alle Verrisse. Ich habe noch keine positive Besprechung darüber gelesen. Also von ist ja teilweise auch in Saarbrücken gemacht worden sogar. Aber was nicht nur von Biblikern, sondern auch von Leuten in Sprache, also das ist wirklich keine Übersetzung mehr. Die Beispiele, die ich gelesen habe, das sind freie Interpretationen. Die gehen ganz weit weg vom Text. Aber vielleicht müssen wir auch sowas einfach mal unvoreingenommen, sofern das geht, müssen wir mal ein paar Textbeispiele anschauen. Mal gucken, ob es irgendwo hier geht. Ist jetzt zur Buchmesse, ist es rausgekommen. Also von dem Ehepaar Grüsemann, glaube ich, verantwortet. Also der Frank Grüsemann ist ein ausgewiesener Kenner des Alten Testaments, vor allem der Königsbücher. Aber da hat er sich irgendwie, weiß nicht, einfangen lassen. Finde ich ein bisschen merkwürdig. Aber gut.